Hallo, liebe Kinder und liebe Eltern. Ich begrüße euch alle ganz herzlich hier in unserer Philipp-Nikolai-Kirche in Köln-Mauenheim, hier im Erzählweg. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, denn wir sind heute in einer ganz besonderen Zeit. Schaut mal auf unsere Kirchenjahresuhr und wenn ihr dahin seht, dann werdet ihr feststellen, wir sind ganz genau zwischen der Fastenzeit und Ostern. Und in dieser Zeit ist es schön, sich zu treffen und zusammen zu sein. Und auch wenn wir nicht zusammen in einem Raum sein können, so verbindet uns doch unser Glaube und Gott miteinander hier in diesem Raum. Und als Zeichen dafür, dass Gott immer auch bei uns ist, entzünde ich jetzt eine Kerze. Schaut mal, auf unserem Schrank seht ihr die ganze Geschichte. Vom Anfang in Bethlehem, als Jesus als armes Flüchtlingskind geboren wurde, bis zum Ende, bis Ostern, bis zu seinem Tod, aber auch bis zur Auferstehung in Jerusalem. An Ostern freuen wir uns darüber, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern noch immer bei uns ist, in traurigen und in fröhlichen Zeiten. Ich möchte euch heute gerne von diesem Geheimnis von Ostern erzählen, davon, wie aus Tränen wieder Lachen. Erstes wollen wir wieder unser Lied singen, ein richtiges Osterlied. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Gib uns Ohren, die hören und Augen, die sehen und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Dieses Lied singen wir immer zusammen, bevor wir eine Geschichte hören. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Schaut mal hin, wo ich sie für euch aufbewahrt habe, an unserem kleinen Altar. Die hole ich jetzt und zeige sie euch. Schaut mal. Das ist die Farbe Violett. Die Farbe Violett ist die Zeit, in der wir uns vorbereiten. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was hier drin ist. Ein erstes Teil. Was das wohl sein könnte? Oh, da ist noch eins, was daraus wohl werden könnte. Und ein drittes Teil. Wenn man das zusammensetzt, was wird das wohl werden? Da kommt noch mehr. Vier Teile. Fast so wie vor Weihnachten. Vier Wochen, um sich vorzubereiten. Aber hier ist noch viel mehr drin. Noch ein fünftes Teil und ein sechstes Teil. Sechs Wochen,
um sie vorzubereiten. Jetzt bin ich gespannt, was daraus werden wird. Vielleicht so. Mal schauen. Ach, ich glaube, ich bräuchte eure Hilfe. Schaut mal, es ist ein Kreuz. Dieses Kreuz sieht ein bisschen traurig aus. Es erinnert daran, wie das ist, wenn wir manchmal Angst haben oder uns gestritten haben. Diese Zeiten gibt es. Jesus hat solche Zeiten auch gekannt und er kann das alles sehr gut verstehen. Aber er hat trotzdem immer an das Gute im Leben geglaubt. Jesus ist zwar an Karfreitag gestorben, aber er ist immer noch bei uns. Er ist nicht im Tod geblieben, sondern sein Leben hat Spuren der Liebe hinterlassen. Und all das Gute und sein Einsatz für andere sind bis heute lebendig. Viele Geschichten erzählen davon. Einige kennt ihr schon. Aber schaut mal, dieses Kreuz hat nicht nur diese eine traurige Seite, sondern sie hat auch eine ganz wunderbare. Schaut mal, was jetzt passiert. Seht mal, jetzt ist es ein ganz, ganz fröhliches Kreuz geworden. Denn Ostern ist das reinste Fest. All das Traurige ist nicht mehr so schlimm, denn Ostern wandelt alles von innen nach außen und stellt alles auf den Kopf. Schaut mal hier, der Beutel, wo das Kreuz drin war. Auch er ist wie verwandelt. Denn Ostern heißt, wir dürfen uns freuen. Es gibt traurige Zeiten, wo wir Angst haben und Zeiten, wo wir so richtig glücklich sind. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diesen Zeiten, dass wir trotzdem Ostern feiern können, auch in traurigen Zeiten. Und in Zeiten, wo wir uns ängstigen und Sorgen haben. Aber schaut mal, was noch besonders ist an diesem Kreuz. Ostern ist nämlich nicht nur ein Fest für eine Woche. Nein, es ist ein Fest für mindestens 6 Wochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Freude bis von Ostern, die geht bis Pfingsten. Und ich hoffe, dann sehen wir uns alle wieder, allerspätestens hier zusammen wieder in der Kirche oder an verschiedenen Orten hier zusammen. Ich wünsche euch allen ein ganz wunderbares Fest, auch wenn ihr nicht mit vielen anderen zusammen sein könnt. Aber lasst uns fröhlich sein und uns freuen, miteinander
auch wenn wir uns nicht sehen können, dass wir doch zusammen feiern können in Gottes Welt mit vielen Menschen, mit denen ihr im Herzen verbunden seid. Alles Gute und ein frohes Osternfest. Seid gesegnet und behütet. Eure Susanne Zimmermann aus Mauenheim-Weidenpesch.